Seit 2006 wird der berufliche Nachlass des Bauingenieurs und Unternehmers Ulrich Müther an der Hochschule Wismar verwahrt. Der Bestand umfasst 156 laufende Meter Schriftgut, fast 10.000 Zeichnungen und mehr als 5.000 Fotografien sowie 32 Modelle. Für Jan Österreich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Müther-Archiv, ein wahrer Schatz. Doch was hat es genau mit dem Müther-Archiv in der Hansestadt Wismar auf sich? Seit 2006 liegt der berufliche Nachlass von Ulrich Müther, der zu DDR-Zeiten durch seine Schalenbauten bekannt geworden ist, an der Hochschule Wismar. 2017 bis 20 wurde der Nachlass über ein Projekt erschlossen und wissenschaftlich ausgewertet. Und pandemiebedingt konnten wir die feierliche Eröffnung zum Abschluss des Projekts nicht durchführen und möchten das heute nachholen. Und ja, ist also auch eine Wegmarke vom Müther-Archiv an der Hochschule hin zu einem Baukunstarchiv MV. Dahin würden wir uns gerne weiterentwickeln, weitere Nachlässe übernehmen. Und ja, das ist so ein Scheideweg heute. Und so wurde am Abend des 1. Juni auf der Dachterrasse des Hauses 7a an der Hochschule Wismar das Müther-Archiv feierlich eingeweiht. Vertreter aus Politik, der Hochschule Wismar und Menschen aus der Branche sowie zahlreiche Müther-Interessierte waren bei dieser Eröffnung zugegen, um dem Leben und Werk des Bauingenieurs und Unternehmers Ulrich Müther die Ehre zu erweisen. So auch Dr. Eva-Marie Barkhofen. Sie ist öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für architekturbezogene Kunst und Archivobjekte. Viele Jahre lang hat sie Baukunstarchive in Berliner Museen und an der Akademie der Künste geleitet. Als Professor Matthias Ludwig mit einem Kooperationswunsch auf sie zukam, war sie sofort Feuer und Flamme. Während dieser Zeit ist neben dieser Arbeit an diesem tollen Ingenieurarchiv auch eine, kann man sagen, persönliche Freundschaft entstanden und die Idee geboren, dass man doch in diesem Land Mecklenburg unbedingt etwas mehr noch für die Baukultur tun sollte und damit auch vielleicht ein Archiv gründen sollte, was über den Müther-Nachlass hinausgeht und dass ein Baukunstarchiv Mecklenburg-Vorpommern sein sollte. Die Zeugnisse von Müthers Arbeit sind noch heute bundesweit zu finden. Mit dem Archiv wurde nun die Möglichkeit geschaffen, das Thema Müther und Schalenbau der Öffentlichkeit sowie der Wissenschaft zugänglich zu machen. Öffentlichkeit verdienen auch andere Architekten und Bauingenieure. Und so zog sich der Wunsch nach einem Baukunstarchiv in Mecklenburg-Vorpommern wie ein roter Faden durch diesen Abend.